Mit Bestürzung und Trauer haben Musikwelt und Fans auf den Tod von Tina Turner reagiert. Die Rock- und Soul-Legende war gestern nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren gestorben. US-Präsident Biden würdigte sie nach einem ihrer Hits als simply the best. Ex-Präsident Obama erklärte, ihr Stern werde nie verblassen. Wegen ihrer Lebensgeschichte wurde Tina Turner zu einem Vorbild für viele Frauen. In Los Angeles, am Walk of Fame, legen Fans Blumen und Kränze nieder, trauern um ihr Idol. 1986 erhält Tina Turner hier ihren Stern. Angekommen an der Weltspitze mit Mitte 40, als alleinerziehende Mutter in einer männlich dominierten Musikindustrie. 1984 schafft sie den Durchbruch als Solokünstlerin, landet einen Top-10-Hit nach dem nächsten. Vorausgegangen waren Jahre mit Ike Turner an ihrer Seite, beruflich und privat. Er verhilft ihr zum Durchbruch, misshandelt sie jedoch in der Ehe und bremst sie, wie sie später sagte, aus. So actually he was holding me back somehow. 2009, mit beinahe 70, geht sie noch einmal auf Tour. Ein Vorbild für viele Frauen weit über ihre Musik hinaus. So lobt Mariah Carey, sie war eine Überlebende, eine Inspiration für Frauen überall. Und Oprah Winfrey schreibt, Tina lebte ungewöhnlich und ermutigte mich und jede Frau, es ihr gleich zu tun. Wissen Sie, dass Sie eine feministische Heldin sind? Wird Turner einmal gefragt. Ihre Antwort? Ich fange an, es zu begreifen. Das war nie mein Plan. Auch privat findet Turner ihr Glück, heiratet einen deutschen Musikmanager, lebt zurückgezogen mit ihm in der Schweiz. Auch dort versammeln sich heute Fans, gedenken ihres Idols. Tina Turner, einer Kämpferin, die es allen Widrigkeiten zum Trotz ganz nach oben schaffte.